Winnie Pooh und seine Freunde erleben immer viele bezaubernde Abenteuer zusammen. Und wenn ihr schön aufpasst, könnt ihr jetzt eines davon sehen. Als Kenga und Roo in den 100-Morgen-Wald zogen, fragten sich unsere Freunde, wie es wohl für den kleinen Roo ist, mit Kenga als Mutter zusammenzuleben. Um das herauszufinden, steckten sie eines Tages, als Kenga nicht hinsah, schwuppdiwupp Ferkelchen in ihren Beutel. Alles klar da drin, Roo? Meine Güte, Roo, du bist ja zu schwach, um zu springen. Dann wird es höchste Zeit für deinen Lebertran. Lebertran? Wieso Lebertran? Nein. Runter damit. Siehst du, es hilft dir auf die Sprünge. Große Güte, ich bin erledigt. Du tust ja gerade so, als wollte ich dich kochen. Kochst du mich denn nicht? Aber natürlich nicht. Ich werde dich jetzt schön baden. Du meine So, nach einem Bad gibt es immer zwei Dinge. Einen Keks und einen Kuss. Ferkel. Ferkel lief schnell zu seinen Freunden, um ihnen zu erzählen, wie es ihm ergangen war. Ferkel, was hast du rausgefunden? War sie furchtbar schrecklich und schrecklich furchtbar? Zuerst dachte ich das, aber dann habe ich gemerkt, dass sie ganz lieb ist. Ja, Kenga und Roo waren beide wirklich sehr lieb. Deswegen wurden sie von diesem Tag an alle ganz dicke Freunde und haben im 100-Morgen-Wald noch viele andere wunderbare Abenteuer zusammen erlebt.